Die nächsten 4 Monate sind die wichtigsten eures Lebens. Wir machen sie zu dem Besten. Wir hören niemals auf, anzugreifen. Verdammt, holt sie euch! Perfekt abgelegt von Trent. Fallrückzieher, Tor! Fantastisch! Die Jungs im Sportinternat warten jahrelang auf so einen Platz, der dir einfach zugefallen ist. Unser Deal lautet, ich habe das letzte Wort zu Spielern und Trainern. Die erste Profitrainerin in der MLS. Ich will sie nicht. Aufhören, auseinander. Sie nannten man der King von Griffintown. Du bist ganz anders als er. Entweder du spielst das System oder du sitzt draußen. Ich höre erst auf, wenn die Jagd zu Ende ist. Wie manipuliert man ein Spiel? Den trittst du gefährlich auf die Füße. Ich habe meinen Hals für dich riskiert. Du arbeitest jetzt für mich. Ein Sieg heute bedeutet alles für euch. Mit der Deutschlandpremiere von 21 Thunder hält Netflix Anfang März ein ganz besonderes Schmankerl für alle Fußballbegeisterten unter euch bereit. Allerdings geht es in der kanadischen Dramaserie nicht nur um Konflikte auf, sondern eben auch abseits des Platzes. Denkt man an Fußball, dann denkt man ja nun vermutlich nicht gerade zuallererst an Kanada. Trotzdem hat der dortige öffentlich-rechtliche Sender CBC eine Serie rund um Nachwuchsfußballer produziert, die nun dank Netflix am 1. März auch den Weg zu uns nach Deutschland finden wird. Im Zentrum der 8-teiligen ersten Staffel steht dabei die Nachwuchsmannschaft, also der unter 21-Jährigen, der kanadischen Profifußballmannschaft Montreal Thunder, welches in der höchsten nordamerikanischen Profiliga spielt, der sogenannten Major League Soccer, kurz MLS genannt. Die Nachwuchsmannschaft dient den Jugendlichen somit als Sprungbrett in die Profiliga und damit in ein Leben als gut bezahlte Berufsfußballer. Doch damit lastet natürlich auch ein immenser Erfolgsdruck auf ihn. Und diesem ist in der Serie natürlich nicht jeder gewachsen. So handelt die Serie auch vom Erwachsenwerden und dem Konflikt zwischen dem Zukunftstraum als Profifußballer und der oftmals harten Realität. Neben dem sportlichen Erfolg werden somit auch erwachsene Themen wie Liebe, Kriminalität, Sex, Rassismus, Sexismus und eben das Finden der eigenen Identität in der Serie behandelt. Dazu kommt, dass einige Spieler an die Altersgrenze des Nachwuchsteams kommen und es somit für sie die letzte Chance ist, sich den Weg in den Profisport zu ebnen. Und so riskieren sie alles, um eine Chance zu haben, eine Profikarriere doch noch zu starten. Zum erweiterten Trainerteam des U21-Teams gehören Christy Cook, eine ehemalige Profispielerin und erfolgreiche Olympionikin, sowie der internationale Fußball-Superstar Davy Gunn, gespielt von Ryan Pearce, der ja selbst früher in Schottland Profifußballer war, jedoch eher von der unbekannteren Sorte. Er ist auf der Flucht vor der eigenen Vergangenheit und den Paparazzi, als er beim Nachwuchsteam schlussendlich als Assistenzcoach anheuert. Zum Team selbst gehören der Stürmer und das frühere Gangmitglied Nolan Gallard, der Mittelfeldspieler Lolo von der Elfenbeinküste und natürlich schlussendlich auch der Kapitän und erfolgreiche Akademiker Alex El-Hadidi. Sie alle kämpfen unter dem berühmt-berüchtigten Trainer Albert Rokas für Siege mit dem Team und damit auch um ihre eigene Zukunft. Der Mix aus Coming-of-Age-Drama und Sport hat uns an dieser Stelle sehr stark an die preisgekrönte NBC-Serie Friday Night Lights erinnert, über ein College-Football-Team in Dillon, Texas. Natürlich kommt 21 Thunder hier nicht an die einzigartige NBC-Produktion heran, aber man tut ihr mit diesem Vergleich auch eher Unrecht. Denn tatsächlich werden in 21 Thunder diverse zeitlose Konfliktthemen innerhalb unserer Gesellschaft aufgegriffen, die aus der Serie eben mehr machen als nur eine billige Kopie von Friday Night Lights. Und auch wenn der Trailer bei euch zunächst den Anschein erweckt, dass hier die Fußballsequenzen eher unrealistisch daherkommen und Tore vorrangig spektakulär per Fallrückzieher oder Flugkopfball erzielt werden, ist dem tatsächlich nicht so. Aus dem nicht gerade üppigen Produktionsbudget hat man es in unseren Augen durchaus geschafft, die Spielszenen in den meisten Einstellungen überraschend realistisch darzustellen. Eine Serie à la Captain Tsubasa ist 21 Thunder daher mitnichten. Auch wenn das an dieser Stelle vielleicht sogar den ein oder anderen Fan des Kult-Anime enttäuschen wird. Uns hingegen hat insbesondere der Wechsel zwischen Sport- und Alltagsszenen gefallen, der so natürlich für viel Dynamik und spannende Nebenhandlungen sorgt. Mal schauen, wie diese neue Serie bei euch ankommen wird. Kleiner Tipp, sollten die ersten
Folgen bei euch nicht zünden, dann verzichtet lieber auf den Rest der Serie und widmet euch in dieser Zeit lieber für euch interessanteren Serienstoffen. Falls ihr Fragen zu dieser oder anderen Serien habt, könnt ihr uns diese ebenso wie Feedback oder Anregungen zu neuen Formaten natürlich unten in die Kommentare schreiben. Falls euch dieses Video gefallen hat, wäre es natürlich klasse, wenn ihr es dementsprechend mit einem Like bewertet. Bis dahin, möge der Stream mit euch sein. Bis bald.